Hallo und herzlich willkommen zurück, will ich hoffen, denn das würde bedeuten, ihr habt letztes Mal Skysolated bei mir und Nutoka geguckt, oder Nutoka meine ich. Bei dem Kizzi, der schon wieder die Null mitgesagt hat in der Ansage. Ja, echt? Könnte, ja. Das mache ich natürlich nur, um den Nutoka ein bisschen zu reizen, damit der so... Und es funktioniert. Ja. Was ist das hier überhaupt? Das Energetic Infuser, was? Ach so, Gott, das ist so ein Affe. Der hat nicht mehr viel Saft, ne? Nee. Aber hier ist noch ein Energy Cell. Aha. Ist mir doch ein bisschen zu laut, die Musi. Ich hab was Cooles. Kinsey, ich hab was Cooles. Ja. Du kennst ja meinen alten Jetpack. Ja. Kennst du auch schon meinen neuen Jetpack? Oh, warte. Anschalten wäre ganz gut. Oh, Regenbogenfarben. Happy, happy Gay Time. Ja, ich wusste es. Ist das das Einzige, was du jetzt verbessert hast? I like. Ja. Okay. Okay. Warum? Reicht dir das etwa nicht? Nö, ist alles gut. Ist gut. Ich brauch mal ein paar Möhrchen. Jede Menge sogar. Warte, ich hab welche. Ja. Am besten wären 64 Stück. Ich mach dich nass. Egal. Komm her, ich mach du kannst gerne hier unser Crafting-Auto-ME-System zur Herstellung von Möhrensaft verwenden. Nein. Hier ist die tolle Gerätschaft. Oh ja, bitte. Kann ich auch Apfelsaft machen? Kannst du einfach ein Stack machen. Nee, Äpfel sind noch keine drin und das Rezept kennt er noch nicht. Ich mache ja nicht für jeden Saft ein eigenes. Ich mache jetzt erstmal für Burger. Guck mal, gerade hier unten in unserem Drive. 64, nein. Ey, wir sind immer noch am ersten Storage Drive dran. Echt? Cool. Ja, von 5. Und ist es eigentlich sehr aufwendig, so einen Schrank zu bauen, so einen Serverschrank? Geht. Oh, aber gut, dass du es sagst. Ich wollte da noch was umändern. Und wie viel Saft braucht das Ding eigentlich? Brauchen wir noch mehr Steam-Generatoren? Für unten? Ja. Nee, der hat doch eine eigene Energieversorgung. Ach, du hast ja ein Magma-Crucible aufgestellt. Ne? Richtig. Ja, das ist ja hier bei Agrarian Skies, also ganz einfach Energie herzustellen. Einfach Magma Crucible mit einem Ignitious Extruder. Also ihr wisst es ja, wenn ihr es verfolgt habt. Wenn ihr es nicht verfolgt habt, ich erzähl's trotzdem nochmal, okay. mit einem Ignitious Extruder auf dem Magma Crucible und dann ab die Luzi und dann wird Magma hergestellt, wenn da Feuer unter ist und dann kannst du da noch ein Magmatic Dynamo anschließen und dann hast du Saft. Alles klar. Oh, so geil. Ja, so besser hätte ich auch nicht darstellen können. Das stimmt. So. Ja. Machen wir einen kleinen Puffer um unser ME-Drive, weil wenn das Ding runterfällt aus irgendeinem dummen Grund, dann haben wir ein Problem. Haben wir noch irgendwo Möhren oder habe ich gerade alle vercraftet? Wenn du 222 Stück vercraftet hast, dann hast du alle vercraftet. Nö, nee, habe ich nicht. 64 habe ich gemacht. Und dann haben wir hier noch Möhren drin. 158. Gut. Ich mache jetzt eine automatische Möhrenfarm. Okay. Und unser altes Weizen- und Möhrenfeld können wir dann wegnehmen. Da können wir meinetwegen die Tierfarm noch erweitern. Okay. Oder andere Dinge machen. Oh, Möhre. Ach, ich kann ja auch. Brauche ich einmal. Ich habe heute wieder die Full Metal Alchemist an, wollte ich gerade sagen. Das ist eine Anime-Serie. die übrigens ziemlich cool ist. Ach, guckst du auch? Hast du gesehen? Hab geguckt. Hast geguckt, ja. Brotherhood oder normal? Brotherhood sagt mir nichts, also sage ich einfach mal normal. Oh, du musst es gucken. Also Brotherhood ist das ernstere, erwachsenere Full Metal Alchemist. Gay? trotzdem mit Witz. Also, naja. Ich rede gegen Wände. Es ist echt... Sag einen schönen Gruß. Lass mich doch mal reden. Also, was wollte ich sagen? Fullmetal Alchemist Brotherhood, Hammer. Angucken, unbedingt. Empfehlenswert. Ich hab noch Seeds gefunden. Absolut empfehlenswert. Okay. Möhrchen da. So, Möhrchen rein. Was kann man denn mit einem Presser machen? Mit einem, hä?
Ich kann ja auch. Aber dann gibt es nur noch wenig Holz. Ja, das ist ja. Das ist ja eine Küche. Also ein Küchengedöns. Das haben wir noch gar nicht benutzt. Ein Küchengedöns? Ja. Was? Wie heißt das? Ach nein, ah nee, ist okay. Das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Was ist ein Presser? Also, was kann man damit machen? Under Presser. Oh, Sludge ist schon wieder voll. Warum eigentlich? Was machst du da unten, Sludge-Spoiler? Brauche ich noch einen Sludge-Spoiler oder was? Oh, Hühner machen, Hühner machen. Ah, komm, ich mach nochmal. Hühner machen, Hühner machen. Ich mach nochmal einmal Oak. Nehme ich einmal Rubber weg. Dann Oak Saplings, so. Okay. Da ist es Rubber, da ist Oak, da ist jede Menge Karotten, da ist jede Menge Samen und Gedöns. Gut, es läuft, es läuft, es läuft. Jetzt muss ich nur noch. Ach ja, Pneumatik Servo. Mäh. Und danach ist dann auch irgendwann die Autodörte. Ganz viele Babys. Die Autodörte kommt in den Keller. Okay. Weil sie nicht artig war. So, ich brauche Redstone. Ja, nehmen wir einen ganzen Stack. Ja. Ist da noch? Ist nicht. Okay. Ah, Redstone. Redstone. Aber mach das zurück, was du nicht mehr brauchst. Ist kein Redstone drin? Ah, das habe ich schon hier eingeordnet. Ein bisschen, aber nur 10. Also wenn ihr das nicht langt, dann müssen Locker. Wir... Doch, ich brauche noch ein paar. Wir müssen sowieso mal noch mal ein bisschen... Sand Dust 7? 7? Ach, Dust. Das war Dust. Du verwechselst es immer noch, ne? Ja, irgendwie ist es festgebrannt bei mir. Es ist irgendwie... In meinem Kopf ist Sand für Redstone verantwortlich. Ich gehe mal schlafen. Okay, gute Nacht. Kommst du mit? Kommst du mit? Wir sind alleine. Ach so. Ja dann. Also wenn du unbedingt möchtest. Nein. Ach komm. Kann ich dir den Gefallen tun? Wenn wir alleine sind, dann möchte ich nicht... Ach so ist das. Dann möchte ich alleine schlafen. Bist du schon ein großer Junge. Ja. Hm? Ja. Ja. Und ich habe ja auch mein Nachtlicht dabei. Na dann. So, wo gibt's, wie gibt's denn Sugar? Wie war das nochmal? Nur Sugarcanes? Ja. Glas auch schon im System? Honig. Ich glaube ja. Okay. Ja, 12 Stück reichen. 6 Pneumatik-Servos. So kann ich auch gleich hier craften, geil. Hast du schon. Allerdings funktioniert das mit diesem Not Enough Items dann nicht so befriedigend. Das ist ein bisschen blöd. Oh, hallo? Wieso? Ach so. Du kannst halt nicht richtig suchen. Ja. Das ist kacke. Aber hinter dir ist auch direkt noch ein anderer Crafting Table, falls du mal wirklich nach den Items brauchst. Nee. Nur falls. So, vier Pneumatik-Servos reichen aber. Ne? Alles klar. Er macht schon wieder im Überfluss. Ja, aber wirst du sowieso immer brauchen. Hey, der ist ja stylisch, der Typ. Auf dem Bild. Danke, Kang. Ich mach Sugar. Was ist das für ein Bild? Aber Sugar Daddy, Sugar Daddy. Ist das ein Engel? Nein, es ist ein Utoka. Der ist kein Sugar Engel. Daddy. Oder? Sugar Daddy, ja, ist klar, ist klar. Das brauche ich dafür? Dann brauche ich jetzt Samen. Nur zum Einstellen vom Pneumatik-Servo. Juhu! Und, warte mal, da. Ah ja, sehr gut. Da hast du. Saplings. Juhu! Ich brauche nur einen Rubber Tree Sapling. Warum gönnst du ihn mir nicht? So. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ja, habe ich nur von unten Zugriff drauf. Ja, dann muss ich nochmal runter. Los, Pen. Ja, runter mit dir. Los! Gut, da ist, kein Dirt dabei, ja klar. Aber hier ist doch bestimmt Dirt drin. Nein? Nein? Muss ich jetzt auch mal hoch? Wie war das jetzt? Copper Ore Gravel, dann kann ich beim Runtermachen gleich noch ein bisschen Copper zerhauen. Das ist so cool. Was denn? Nix. Was macht der Nutoka schon? Ich bin gerade ein neues Rezept am Einspeisen. Es kommt... Was? Ach
Ach so. Oh ja, das ist ein neues Furnance. Rezept. Furnance. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ja, dann nur hier rein. Ich mag das neue Rezept. Was für ein Rezept denn? Magst du es mir sagen? Tja, da musst du schon später mal gucken kommen. Okay, mache ich. Aber ich mache erst den... Ja. Aber der nimmt ja sowieso... Ach, ich muss das... Ach ja, ich wollte Zucker abholen. Ja, genau. Zucker! Da muss ich eine Kiste hinbauen. Genau, ja. Ich bin immer noch nicht fertig. Kiste. Na, ihr Agrarianer? Und dann kann ich... Wahrscheinlich wieder so was Freundliches sie. Hau ab! Gut, das hätte ich. Dann muss ich jetzt einmal den Ernter nerven. Hoffentlich dreht der nicht wieder durch. Da dreht einer total durch. Nein, nicht schon wieder. Aber du magst den Typen auch. Du hast auch, ne? Angefangen. Du magst den Typen auch echt, ne? Du hast angefangen. Ja. Oh, ist das laut! Oh, das war total laut! Da werde ich aggressiv! Oh Mann. Wer brüllt denn da so? Wer ist denn da so? Aggressiv! Oh Mann, ey. Der Typ Eier. Ein Ei am Wandern hat der. Ah, jetzt muss ich auch noch einen Lever einbauen hier. Das heißt, Lever! Ein bisschen Rubberwood, nee. Oakwood. So. Ja. Kann ich das da ranbatschen? Ach komm. Sieht zwar scheiße aus. Können Sie jetzt zeigen, was für ein Rezept es Neues gibt? Ja, doch, ein Lever kann ich auch. Ah, Mist. Es ist ja nur... Kinsey! Ja nur, ich bin gerade am... Ich möchte dir das neue Rezept zeigen. Ja, das finde ich aber toll. Arschbombe! Was? Was ist das? Hallo! Soll ich runterkommen? Ja, die, das wirst du ja wohl noch schaffen. Oh, Gummibärchen! Yeah. Ich liebe Gummibärchen, die werde ich mir gleich einverleiben. Aber dafür brauchen wir Rosen, deswegen muss ich jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wir mehr Rosen bekommen. Das kannst du knicken. Nein, mit Bienen müsste das gehen. Echt? Naja gut, das leuchtet ein, aber... habe ich noch nichts von gehört, so dass, wie das geht. Wie es geht. Geh ich mal hier hinten gucken. Wo ist mein Lever? Da ist mein Lever. Der kommt jetzt hier hin. Ach, doof, ich brauche zwei Lever, oder? Oder geht das auch so? Da. Nee, natürlich nicht. Arsch. Normal. Owner Kinzipfel. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Verdammt nochmal. Da brauche ich zwei Lever, ganz einfach. Lever. Habe ich da noch Steinchen? Hier, Kabelsteinchen. Ah, okay. Oh, ne, ein paar Kabelsteinchen? Natürlich nicht. Hast du eigentlich schon diesen Bierleiser und das ganze Gedöns gemacht? Nö, ne? Bierleiser noch nicht, nein. Aber der ist ganz einfach herzustellen, glaube ich. Muss mal gucken. Oh, ich sehe gerade, ich habe ja auch noch Quests bei Dingsbums, bei, wie heißt denn das? Steel Powered Flight. Das sollte ich vielleicht vorher machen. Ich bin ja so ein kleiner Artist, der immer alles nacheinander machen will. Ein Artist, ja. Und ich hab Tourette. Arsch! Giraffe, Affe. Hey, da war ich mal in Urlaub. In Tourette. Kennst du Lord Tourette? Nein. Und Red and Blue? Blue and Red? Nein. Kennst du Blue and Red? Ich hab gerade mal noch 46 Redstone hier gefunden, Kinsey. Wo das denn? In der Kiste, ne? Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich ja. Brauch doch Stein, brauche ich. Kinsey? Ja. Ich baue hier das hässliche Gatter weg.
Ja, bitte. Das ist ständig das im Weg. Kann ich nämlich schon seit ungefähr gefühlten 100 Folgen. Ich helfe dir. Ja. Ich kann es seit 103 Folgen nicht mehr sehen. Platz. Ich wollte gerade Platz sagen. Ich habe Platz. Ey, wir könnten hier einen Brunnen hinmachen. Soll ich das machen? Oh ja, mach einen Brunnen. Willst du die restlichen Gatter haben? Brown, Stain, Clay? Nein. Soll ich sie von der Insel werfen? Ja, komm, gemeinschaftlich. Soll ich sie beim Blutaltar zeremoniell von der Insel werfen? Hier ist ein bisschen eng, ne? Ja. Okay. Dann wollen wir es mal. Möget ihr in Frieden ruhen, Brown, Stain, Clay Fans. Kalima, schub die denn. Also ich habe sie gestackt runtergeschmissen. Nee. Damit sie zusammenbleiben können. Zack. Beim Fallen. Nur alle drei zusammen. Ja, okay. Es fällt okay. Läuft. Ein Brunnen. Oh, das soll ein schöner Brunnen werden, Kinsey, oder? Ja, bitte. Ja. Was brauchst du denn dafür? Chiseled, keine Ahnung, ich bin gerade am Überlegen. Chiseled Stone? Nee. Das? Okay. Ich brauch. Ich brauch noch mehr. Ich hab noch einen. Das sieht doch gut aus. Dann packe ich da oben ein bisschen Stein ran. Der schwebt dann halt in der Luft so ein bisschen. Sieht zwar scheiße aus, aber ist halt so. Kann ich eigentlich auch. Wo bin ich? Du doof, Hannes. Was ist denn das? Appetite, Ember. Nein, das geht so nicht. Das muss da bleiben, so. Wie voll ist die Kiste jetzt schon? Ah ja, sehr voll. Gut. Nee, alles gut. Da muss einer hin und da muss einer hin. Also muss ich da einen hinmachen und dann da einen hinmachen. Und dann muss ich den wegmachen. Was besser ist. Dann kommt da ein Lever ran. Und da, aber da komme ich da nicht ran, oder was? Da muss ich doch noch ein bisschen so tun. Ladadida, ladadida. So, bevor ich das weiterleite, werde ich ein Servo einbauen. Oh, du alter Servo. Und dann die Blacklist. Nee, Whitelist. Oak Saplings dürfen durch. Rubber Tree Saplings dürfen durch. Seeds dürfen durch. Ich habe keine Möhre dabei. Her. Ah, ich habe keine Möhre dabei. Verdammte Axt. Auch keine Möhre drin. Mann. Da ist sowieso keine Möhre hier. Und ist da vielleicht eine Möhre drin? Natürlich nicht. Warum sollte da auch eine Möhre drin sein? Man weiß es nicht. Dann gehe ich halt zum ME-System. Ach, was hat das? Ah, Dust und Sand. Das gesiebt werden kann. Ah ja, Redstone machen. Sehr gut. Carrot. Redstone machen? Ja. Machst du doch gerade. Ich muss futtern. Was? Redstone? Ja. Hallo. Aber es ist auch jetzt wieder Redstone da. Ich habe ja mal was aufgefüllt. Sehr schön. Du erinnerst dich vielleicht. Ja, ich habe ihn versteckt vor dir. Ja, weil du ihn immer so. Weil, ja, du hast ihn immer so schnell verbraucht. Hast gut gemacht. Da habe ich gesagt, gedacht, nee. Nee, nicht der Nutoka, der nimmt immer so viel Redstone. Das sehe ich nicht mehr ein. Da mache ich jetzt ein bisschen was recht. Verstecken. Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Hast recht. Ja, war vollkommen richtig, ne? Ist auch ein Arschloch. Ja, der Redstone, ja. Was? Okay. Jetzt habe ich den Eimer vergessen. It's light. War da irgendwo ein Eimer. So, jetzt habe ich auch Möhren dabei. Was? Hat er doch hier einen Eimer reingemacht. Hast du? Ah, da sind sie ja. 4 Stück. Das müsste reichen. Möhren. Und da? Ja, wie mache ich das jetzt am besten? Ich weiß nicht. Wenn ich dem jetzt sage, da sollen keine Möhren mehr durch.
Aber er nimmt ja sowieso immer zuerst den kürzesten Weg und er schickt nur die Sachen los, die auch in den Planter überhaupt rein können. Also ist es so okay. Dann macht er jetzt mal einmal den Planter voll. Und eigentlich müsste er erst dann wieder Sachen nach unten schicken. Eigentlich erübrigt sich dann auch der Pneumatik Servo. Ach, Jacke wie Hose lasse ich drin. Das ist die Jacke wie Hose, sagt Pierre der Franzose. Ja, so, Lever an. Lever an. Und wieder ein sinnloses Konstrukt erschaffen. Sehr schön. Sinnlos gefällt mir doch am besten. Machen wir es wenigstens schön. Was war das? Warum? Ach so. Okay. Ups. Nö, nee, nix, alles gut. Bräuchte natürlich auch noch einen Ablauf. So, das sieht realistisch aus. Der Sludge-Boiler ist auch wieder voll am Machen. Nicht. Ey, voll! Hat der überhaupt schon irgendwas produziert? Ja, Dirt hat er gemacht, glaube ich. Oh, die alte Dirt. Irgendwie ist hier alles chaotisch. Das steht verkehrt rum. So. Ey, ich habe gerade eine Kiste umgedreht und da sagst du, die Kiste steht verkehrt rum. Hast du eigentlich wieder... Ah ne, die Säge ist da. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ewige Sägen suchen. Ich weiß nicht, ob der Sludge zum Problem wird, aber irgendwie... Ist alles du, voll mit Sludge. Kinzi? Ja, bitte. Du? Ja, bitte. Wir müssen Abmod machen. Ja, ich habe wieder nicht geschafft, die Autodörte zu machen, weil ich mich zu sehr ablenken lasse. Ein Teufelskreis. Ja, aber echt. Ja, soll ich oder was? Wie viele Minuten haben wir denn noch? Wir haben noch 45 Sekunden. Okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Echt nett von euch. Und ja, ich verspreche es nicht, aber ich glaube, ich mache nächstes Mal die Autodörte woanders hin. Also, schaut auch nächstes Mal wieder rein, wenn es heißt Skysolated mit dem Kinsey, das bin ich, und dem Nu Toka aus Froh, das bist was bin ich. Du, genau. Reingehauen. Ciao, ciao.